Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, heute mit einer ganz neuen Reihe, die wir beginnen, nämlich das Thema ist NAT, die Network Address Translation. Das Thema wurde öfter schon angefragt, weshalb ich jetzt so langsam anfange, diese Reihe in Gang zu bringen und anzuschieben. Sie wird auch wieder aus mehreren Videos bestehen, wie das bei mir eben immer so ist. Und ja, wir machen heute den Anfang erstmal mit der grundsätzlichen Frage, was ist NAT, warum machen wir NAT und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen das Einführungsvideo. In den weiteren Videos werde ich euch dann eben zeigen, welche Arten von NAT es eigentlich gibt und wie sie eingesetzt werden. Und dann werde ich euch auch zeigen, wie man so etwas auf zum Beispiel so einem Cisco-Router einrichtet oder aber wie eure Fritzbox, euer Heimrouter mit NAT arbeitet. Und ja, welche Dienste das also für euch oder welchen Benefit ihr von NAT eben habt, ja, also welchen Nutzen. Genau. Ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, steigen wir direkt ein. Die Frage, die ich zunächst klären möchte, ist, was ist eigentlich NAT? Ja, was ist denn NAT? NAT steht für Network Address Translation. Und mit der Network Address ist also die Adresse auf dem Network Layer des OSI-Modells gemeint, also sprich die Schicht 3 Adresse. Die soll also irgendwie übersetzt werden, wobei die Übersetzung hier, also das Übersetzen einer IP-Adresse eigentlich bedeutet, dass man eine IP-Adresse austauscht. Also man nimmt ein IP-Paket, ja, guckt, oh, komische Adresse drin und schreibt eine andere hinein. Man tauscht also im Grunde genommen die IP-Adresse aus. Ja. Das Ganze wird von einem Router durchgeführt, der Pakete weiterleitet. Ja? Also bevor er ein Paket weiterleitet, ja, ins Internet, ja, wird also ein sogenannter Border-Router in der Regel, ja, wird also sogenannte Network Address Translation durchführen. Ich habe es versucht hier so ein bisschen zu skizzieren. Ne? Also ihr seht bei dem Router hier, ne, kommt ein in dem Fall also blaues Paket an, das ist also das unveränderte Paket. Und ihr seht, es wird dann in irgendeiner Form verändert, bevor es dann weitergeleitet wird. Ja, also NAT verändert tatsächlich den Adressinhalt des Pakets. Ja, ansonsten macht der Router im Grunde genommen eigentlich keine Veränderung am Paket, sondern gibt Paket 1:1 durch. Und mit NAT kann er das jetzt nicht mehr einfach so oder darf er sie nicht mehr einfach so 1:1 durchreichen, sondern er muss etwas verändern. Ja, wir erkennen schon, das kostet Rechenleistung, das kostet Zeit. Okay. Frage, warum macht man eigentlich NAT? Ja, also warum sollte man eigentlich eine IP-Adresse ersetzen wollen? Ja, egal in ob Ziel- oder Quelladresse. Das ist das altbekannte Problem, was wir schon kennen. Ne? Bei IPv4 ist der Adressraum einfach viel zu klein, um die ganzen Geräte, die mittlerweile im Internet teilnehmen, ja, am Internet teilnehmen, partizipieren, um diese ganzen Geräte mit einer öffentlichen, eindeutigen, weltweit eindeutigen IP-Adresse zu versorgen. Das Problem hat man sehr früh erkannt. Ja. Entsprechend hat man schon sehr früh mit der Entwicklung von IPv6 angefangen, aber weil die Migration zu IPv6, ihr seht es, immer noch nicht abgeschlossen ist und wahrscheinlich niemals abgeschlossen sein wird, weil man mit IPv4 ja auch irgendwie zurande kommen musste, hat man sich also etwas überlegt. Ja. Und zwar ist es also folgendermaßen, ihr kennt vielleicht aus einem meiner Videos, da gibt es eins in der IPv4-Reihe, kennt ihr vielleicht die privaten Adressbereiche. Ihr wisst vielleicht, dass das gesamte Klasse A-Netz, das 10er-Netz, also 10.000/8, ja, dass das ein komplett privater Adressbereich ist, genauso 172.16.00/12, also von 172.16 bis 172.31, alle diese Klasse B-Netze, und 192.168.00/16, also das sind insgesamt von 192.168.0 bis 192.168.255, das sind insgesamt 256 Klasse C-Netze. Auch die sind für die private Adressierung reserviert. Das heißt also, diese Adressen können von jedem beliebigen Menschen genutzt werden, um ein privates Netzwerk, das nicht im Internet direkt kommunizieren möchte, aufzubauen. Ihr kennt das, eure Fritzbox betreibt so ein Netzwerk zum Beispiel wahrscheinlich auch. Da heißt es in der Regel 192.168.178. Habt ihr einen Speedport, ist es vielleicht 192.168.2. Ja, also je nachdem. Das ist aber völlig frei wählbar, das dritte Oktett in dem Falle. Ja.
Das sind also private Netzwerke, ja, mit denen, mit, also in die, ja, aus denen ich meinen Rechnern, meinen Endgeräten die Adressen zuteilen kann, wie ich möchte. So, ja, jetzt habe ich also ganz hervorragend lauter Geräte, die mit privaten Adressen ausgestattet sind, ja, die ich dann also auch die untereinander hervorragend kommunizieren können. Aber das große Problem, was ist, diese Adressen werden, weil es eben private Adressen sind, im Internet nicht geroutet. Das heißt also, wenn eine solche Adresse aus diesem privaten Bereich als Absender- oder Zieladresse auftritt, ist völlig egal, was von beidem, ja, dann wird ein Router, der im Internet als Router fungiert, dieses Paket einfach verwerfen. Er wird es einfach wegschmeißen und wahrscheinlich noch nicht mal antworten. Ja. Da gibt es also auch gar kein Destination Unreachable oder sowas zurück, sondern das wird da einfach nicht geroutet. Aber das ist ja auch logisch. Weder die Absender noch die Zieladresse wäre dann eindeutig. Wie soll man denn ein solches Paket eigentlich zustellen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Ja. Entsprechend muss also vor der Weiterleitung eines solchen Pakets ins Internet, muss dann entsprechend die private Adresse durch eine öffentliche Adresse ersetzt werden. Ne? Also hier auf der linken Seite seht ihr das, das ist jetzt vielleicht euer LAN, ja, da hängt also euer Rechner dran. Ja? Und euer Router, ja, muss dann an irgendeiner Stelle, wenn dieser Rechner ins Internet kommunizieren möchte, muss er also die private Absenderadresse des Rechners im Grunde genommen aus dem Paket rausnehmen und der Router trägt seine öffentliche IP-Adresse oder eine öffentliche IP-Adresse, sage ich jetzt einfach mal erstmal, die trägt er dann dafür ein, sodass das Paket durchs Internet geroutet werden kann. Die private Adresse wird also vor dem Internet versteckt durch NAT. Ja, das ist erstmal so ganz grob die Idee. Ja. NAT bringt dadurch natürlich durchaus Vorteile mit sich. Ja. Also NAT zeigt oder bringt durchaus einige Vorteile mit sich. Schauen wir es uns mal an. Ja. Also, wir haben an Vorteilen natürlich die Einsparung von IP-Adressen. Ne? Also, wie gesagt, ohne NAT wäre das, was wir heute im Internet machen, überhaupt nicht mehr möglich. Ja, ich betreibe hier alleine ungefähr 10 Geräte, wenn das reicht. Ja? Smartphones und so weiter vielleicht noch dazu. Ja, das heißt, ich bräuchte eigentlich schon für meinen kleinen DSL-Anschluss jetzt irgendwie 10 öffentliche IP-Adressen. Die kann ich mir erstens nicht leisten und zweitens kann das mein Provider gar nicht allen möglichen Leuten zur Verfügung stellen. So viele IP-Adressen gibt es nicht. Dann müssten wir Time-Sharing-Verfahren machen, wo es heißt, was weiß ich, Anschluss XY darf von 17 bis 18 Uhr ins Internet und danach kommt Anschluss Z, der darf dann von 18 bis 19 Uhr und so weiter und so fort. Das scheint jetzt nicht sonderlich attraktiv, oder? Also von daher, ohne NAT wäre das schon mal alles gar nicht möglich, was wir heute machen. Ja? Und NAT bietet natürlich auch, wobei ich da immer sage, Vorsicht, 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 aber NAT bietet auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Also ihr könnt schon mit NAT eben einen Host, sage ich mal, vor dem Internet verstecken. Ja, also sprich, der Host ist nicht direkt aus dem Internet erreichbar, weil er eine private IP-Adresse hat, die ich von außen gar nicht richtig adressieren kann. Ich sage deswegen immer Sicherheit in Anführungsstrichen und mahne zur Vorsicht, weil es eben nicht bedeutet, dass ich diesen Rechner jetzt ohne Firewall und ohne alle anderen Sicherheitsvorkehrungen betreiben kann, sondern es ist nur vielleicht irgendwo eine kleine zusätzliche Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr einen Rechner betreibt, solltet ihr das Endgerät an sich oder das Heimnetzwerk natürlich trotzdem sauber mit einer Firewall in irgendeiner Form abschirmen. Ja. Alles andere ist einfach völliger Blödsinn. Ja. Also jetzt zu sagen, ja, ist ja von außen nicht erreichbar, damit ist alles gut. Es gibt immer Tricks und Kniffe, wie man einen solchen Rechner vielleicht dann doch irgendwann erreichen kann. Ja, NAT bringt aber auch eine ganze, ganze Latte an Nachteilen mit sich. Die will ich euch auch ganz kurz vorstellen. Also zunächst mal ist die Performance von einem Router sehr stark eingeschränkt, wenn er NAT macht. Weil, also normalerweise, ne, der Router guckt nur auf die Ziel-IP-Adresse, schaut in seine Routing-Tabelle, zack, 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 weiterleiten, go. Ja, jetzt muss der Router sich also auch noch irgendwie, erstmal muss er die IP-Adresse austauschen, ja, und logisch, wenn irgendwann eine Antwort auf dieses Paket kommt, muss der Router ja auch wieder wissen, wie er die Antwort, welchem Endgerät im Netz er die jetzt zustellen muss. Also wenn einer von meinen, keine Ahnung, 10 Hosts nach draußen kommuniziert und es kommt eine Antwort, dann muss der Router entscheiden können, für wen war die denn ursprünglich. Das heißt also, der Router muss noch irgendwie eine zusätzliche, ja, Informationsquelle haben, also irgendeine kleine Form von, ich nenne es mal ganz grob gestochen, Datenbank, in der er sich merkt, ja, welches Paket muss ich jetzt an wen wieder zurück zustellen. Ja. Das ist also, ja, der Router als NAT-Box hat also noch zusätzliche Aufgaben zu erledigen. Er muss also Sachen merken, diese muss er speichern und so weiter und so fort. Und das alles kostet Zeit. Das heißt, das Routing ist nicht so performant, wie es ohne NAT eben wäre. Ja. Außerdem und dennoch,
habe ich mit NAT natürlich keine ordentlichen Ende-zu-Ende-Verbindungen mehr. Also es gibt eigentlich keine, also von meinem Rechner zu einem Internetserver gibt es keine ordentliche Ende-zu-Ende-Verbindung, denn eigentlich kommt diese Verbindung zwischen dem Router und dem Server irgendwo im Netz zusammen zustande, den ich jetzt irgendwie in irgendeiner Form erreichen will. Und ich kann also nicht sagen, also dass, wenn man sich als Socket-Diagramm so betrachtet, ja, dann sieht man halt sofort, okay, alles klar, es ist keine richtige Ende-zu-Ende-Verbindung mehr, denn der Router, also der Server oder die Gegenstelle im Netzwerk kommuniziert nicht direkt mit meinem Rechner, sondern sie kommuniziert eigentlich mit dem Router und dann passiert eine Übersetzung und so weiter und so fort. Das macht halt vieles, vieles deutlich schwerer zu erkennen. Also wenn ich so Tunnel oder sowas mache, ja, habe ich ja auch schon hier drunter geschrieben, also so Tunneling und so, das wird halt eben alles deutlich komplexer, weil ich jetzt auch bei einem Tunnel zum Beispiel immer gucken muss, komme ich jetzt irgendwie vor der Übersetzung raus, komme ich hinter der Übersetzung raus und so weiter und so fort, was muss ich jetzt hier für Adressen eintragen und so. Das heißt also, NAT macht einfach das Leben, macht es einem schon schwerer, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und ich kann natürlich auch kein Ende-zu-Ende IP-Tracing mehr machen, also ja, ne, ich kann halt nicht ein Traceroute auf, wenn ich jetzt einen Heimserver oder sowas betreibe, angenommen, ich habe hier zu Hause irgendwo einen Teamspeak-Server oder sowas, ja, und oder wie auch immer, oder ich habe einen Client, der nach draußen kommuniziert, ne? Dann habe ich also keinen Ende-zu-Ende-IP-Trace mehr, den ich in irgendeiner Form benutzen kann, wenn ich Probleme habe. Das ist einfach ein Problem, was NAT eben mit sich bringt, durch die Ersetzung, durch das Kuddelmuddel, was da passiert. Es gibt verschiedene Arten von NAT, ja. Einmal Source und einmal Destination NAT, aber das ist eine ganz andere Kiste. Aber ich möchte euch erstmal kurz die unterschiedlichen Arten von NAT vorstellen für Source NAT. Das ist der übliche NAT-Teil, den ihr die meiste Zeit wahrscheinlich bearbeiten werdet oder die NAT-Form, mit der ihr am meisten in Berührung kommt. Wir haben also verschiedene NAT-Arten, ja, die man umsetzen kann. Und also ich habe jetzt hier drei Stück, die ich euch vorstellen möchte: Static NAT, Dynamic NAT und Dynamic NAT mit PAT. Ja, was bedeutet das? Bei Static NAT ist es also so, dass ich eine 1:1 Übersetzung habe. Das heißt, eine meiner privaten Adressen wird fix in eine öffentliche IP-Adresse übersetzt. Das ist etwas, was ihr wahrscheinlich, womit ihr nicht allzu häufig in Berührung kommen werdet, denn ihr seht, also, oder wenn man darüber nachdenkt, ne, das heißt, ich habe also, keine Ahnung, 5 Privatadressen, dann brauche ich auch 5 öffentliche. Das bedeutet ja, dass hierbei gar keine Adressen eingespart werden. Ja, und das ist ja in der Regel das Wichtige, was wir eigentlich wollen. Also mit Static NAT kann ich im Grunde genommen nur einen Host im Grunde genommen ein Stück weit verstecken oder so etwas. Aber Adressen einsparen tue ich damit eigentlich nicht. Und deswegen ist diese Form von NAT ja in der Regel, also sie wird beim Cisco CCNA-Curriculum zum Beispiel, wird sie gelehrt, aber letzten Endes wird dann nicht viel zu abgefragt oder es wird halt eben dann auch in den Übungen und in den Prüfungen gar nicht großartig thematisiert, weil man das heute kaum mehr nutzt. Der zweite Fall, den wir haben, ist dynamisches NAT. Ja, dabei werden x private Adressen auf y öffentliche Adressen abgebildet, wobei dann in der Regel weniger öffentliche als private Adressen zur Verfügung stehen, also vielleicht habt ihr ein Unternehmen oder so etwas, ja, also stellt euch das mal vor, ein größeres Netzwerk mit mehreren Hosts und ihr habt 10 öffentliche Adressen, ja, und dann wird also, können von dem privaten Netz aus Anfragen ins Internet gestellt werden, solange eben in dem Pool öffentliche Adressen frei sind, ne? Das heißt also, da muss man auch aufpassen, dass es immer genügend öffentliche Adressen gibt, die gerade zur Verfügung stehen, damit eben jeder Host im privaten Netzwerk bedient werden kann. Auch das ist heute eigentlich, ja, ich sehe das nicht so häufig. Ja. Das mag aber an dem eingeschränkten Bereich, also im eingeschränkten Spektrum liegen, was ich eigentlich so an Sachen überhaupt noch zu Gesicht bekomme. Ich bin ja nun mal mittlerweile Lehrer und nicht mehr draußen. Das dritte, und das ist jetzt eigentlich die entscheidende Sache, das ist eben NAT mit PAT. Ja, hier das. PAT ist Port Address Translation, dazu komme ich noch. Das werde ich euch noch genauer vorstellen in einem der nächsten Videos. Bedeutet also, dass in der Regel ein beliebig großer Adressbereich auf eine öffentliche IP-Adresse abgebildet wird. Ne? Also das ist das, was die ganzen Heimrouter eigentlich machen. Ja? Also Heimrouter machen NAT mit PAT, mit Port Address Translation. Dieses PAT hilft einem dabei quasi,
mit einer öffentlichen IP-Adresse ganz viele verschiedene private Adressen oder verschiedene Verbindungen nach draußen zu regeln und das Ganze also über den Port, über den TCP- bzw. UDP-Port dann in irgendeiner Form zu identifizieren. Ja? Und das ist also auch die Art von NAT, die ich euch sicherlich nochmal deutlich genauer vorstellen werde. Einmal eben hier auf einem Router, also mit so einer Fritzbox, dass ihr da mal seht, was da so los ist, und einmal mit dem wahrscheinlich auch im Packet Tracer nochmal, da zeige ich euch das auch nochmal, wie man das dort einrichtet und wie man es dort konfiguriert. Ja. Wie gesagt, es gibt auch noch das sogenannte Destination NAT, das ist eine ganz andere Geschichte, auch dazu werden wir kommen. Das hat so ein bisschen was mit dem Punkt Port Forwarding zu tun, falls ihr euch schon mal mit so einer Router, Heimrouter-Konfiguration auseinandergesetzt habt oder mit der Frage, wie kann ich meinen, was weiß ich, Teamspeak-Server im Heimnetzwerk betreiben, sodass andere von außerhalb drauf zugreifen können. Ja, das ist dann so das. Ja, ihr Lieben, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein für dieses erste NAT-Video. Ich denke, es wird schon wieder lang genug. Wie immer kann ich irgendwie keine kurzen Videos machen. Ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Aber ist ja nicht mein Speicherplatz, ist ja der von YouTube. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst ihr mir hier unten in den Kommentaren die Frage einfach da. Ansonsten klickt ihr in die Infobox und ladet euch natürlich meine Unterlagen runter, wenn ihr wollt. Und ja, freut euch aufs nächste Video. Ich bin schon fleißig dran, was zusammenzuschreiben, sodass es dann demnächst auch mit NAT weitergehen kann. Ja, ihr Lieben, das war's soweit. Bei dem schönen Wetter haltet die Ohren steif, geht mal raus ins Schwimmbad und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.